bei einem Fest des Fußballs. Nach diesem historischen Viertelfinaltag, an dem sich der spielerische Fußball wieder durchgesetzt hat. Das schöne Spiel, das intelligente Spiel. Und lassen Sie sich nicht irritieren, ja? Ich hatte zum Beispiel den Eindruck, dass unser lieber Kollege, unser geschätzter Freund Marcel Reif unzufrieden war mit dem Spiel der deutschen Mannschaft. Es war ein Traumspiel. Es war fantastisch. Die deutsche Mannschaft hat sensationell gespielt. Überragende Spielerpersönlichkeiten gegen die stärkste Mannschaft des Turniers bisher, gegen die USA, sind wir aufgrund überragender Einzelleistungen, einer bisher nie gekannten, sensationellen, geschlossenen Mannschaftsleistung, verdient im Halbfinale. So war das. Tröstet euch, liebe Amis. Ihr seid zwar ausgeschieden, aber dafür macht ihr wenigstens erfolgreiche Kinofilme. Man kann nicht alles haben, oder? Gut, wieder einmal verlassen US-Boys Asien, aber diesmal wenigstens nicht überhastet vom Dach in Hubschrauber. Ja. Posch Spice, Poschi Posch, Poschmann hat, gesagt, Hauptsache weiter zum deutschen Spiel. Hauptsache weiter. Das gilt übrigens auch für jeden Anzug, den sich Rainer Kallmund kauft. Ja? Und, haben Sie heute Morgen schon das Spiel gesehen, 8.30 Uhr, England gegen Brasilien? Ja. Da muss man sagen, wenn Sie es gesehen haben, wie Lucio diesen Ball hier an den Oberschenkel bekommen hat, ja, im Lauf, da brach ein bisschen der Leverkusener in ihm durch, oder? Aber von dann lief es. Und lass dich nicht täuschen, Brasilien ist um Klassen schlechter als die deutsche Mannschaft, meine Damen und Herren. Wir werden Ihnen das heute alles beweisen. Wir werden Ihnen sagen, wie es weitergeht und warum wir nicht nur Weltmeister werden, sondern warum wir überragend Weltmeister werden und verdient Weltmeister werden. Helmut Zerlett and the Fellas! Deutschland nach einem sensationellen Spiel, nach einem Herzschlag-Finale, kann man sagen. In diesem Spiel war alles drin. Und hast du es auch gesehen auf Premiere mit Marcel Reif? Ja. Ich verstehe nicht, was heute mit ihm los war. Er hat gesagt, in der ersten Halbzeit war die deutsche Mannschaft spielerisch an der Armutsgrenze. In der zweiten Halbzeit war sie spielerisch bereits unter der Brücke. Mit dem Hut davor. Ja. Und unter der Brücke. Linke, indiskutabel, grausam. Jeder erwischt mal einen schlechten Tag als Kommentator. Ja. Es war ein fantastisches Spiel. Ja, es war Dramatik drin. Es war alles drin. Es war Dramatik. Es war spannend bis zur letzten Minute. Niemand hat wissen können, dass diese Amerikaner so stark sind. Ja. Dass sie am Ball alles können. Kurzspiel, Kurzpassspiel, ja, weite Pässe, den Gegner kommen lassen, das Tempo aus dem Spiel nehmen, das Tempo forcieren. Für mich im Grunde die Brasilianer Nordamerikas. Ganz genau. Ja. Und die deutsche Mannschaft, ich glaube, es ist die beste deutsche Mannschaft seit 1955. Seit 72, vielleicht auch seit Frühjahr 71. Genau. Ja? Und das wird für das Finale für jeden Gegner nahezu unmöglich, überhaupt noch gegen uns anzutreten, weil er jetzt weiß, die Deutschen haben nicht nur das, was sie immer schon konnten. Danke, Sven. Sie sind spielerisch stark, sie können am Ball alles. Sie sind Artisten, sie sind sozusagen die Zauberer vom Rhein. Ja? Sondern jetzt kommt auch noch dazu der Wille zum Kampf, die Bereitschaft, sich zu verausgaben. Das, was man bisher bei uns vermisst hat. Genau. Die sogenannten brasilianischen Tugenden. Spielerisch nicht so weit vorne, aber handwerklich sauber. Ja? Kämpfen, rennen, bis zum Umfallen. Und das hier ist eigentlich der Mann, dem wir zu 95% zu verdanken haben, wenn wir Weltmeister werden. Oder? Absolut. Heute in der Einzelkritik Weltklasse. Absolut. 47 todsichere Chancen zunichte gemacht. Und noch 4 Bälle gehalten, die eigentlich drin waren. Olli Kahn, eine glatte 1. Ja, also 1 plus. 1 plus. 15 Punkte im Abitur. Eine 1 plus für Olli Kahn. Dann, er hier, das ist ja Frings. Na klar. Das ist Frings, natürlich, man kennt ihn. Thorsten Frings, 22, Werder Bremen. Bitte? 22, also die Nummer 22. Die Nummer 22, aber eigentlich eine Nummer 10.
Ja. Für mich ein Typ, der an Maradona ranreicht heute. Na, er war sehr, sehr gut auf der rechten Außenseite. Er war fantastisch. Ja. Die rechte Seite war überhaupt sehr stark. Diese starke Leverkusener Seite, unterstützt von dem Bremer. Für ihn eine 2 plus oder auch eine 1? Doch 2 plus. 2 plus. 2 plus, denn es kommt natürlich, ich sage, Ziege kommt noch. Und da dürfen wir natürlich nicht alles hier. Das hier ist einer der besten über... Wer ist das? Das ist Sebastian Kehl. Sebastian Kehl. Der soll nicht schnell sein, habe ich gehört. Ja, er hat Probleme mit dem Tempo, aber ist natürlich absolut... hast du gesehen, wie er immer richtig gestanden hat? Das ist es ja. Er hat immer richtig gestanden. Das ist es ja. Er steht immer richtig. Ja. Er steht einfach immer richtig. Genau. Und das ist ja diese Achterkette, die wir im Mittelfeld teilweise hatten. Ja? Die sozusagen... Und das war ihm das eben... Und weißt du, das ist nicht nur Völler, das muss man auch sagen, das ist auch Michael Skibbe. Heißt er Michael? Ja, klar. Ja, diese Achterkette sozusagen, sich systematisch vom Gegner wegbewegen, ja, versuchen dort Räume aufzumachen, wo der Ball ist, für den Gegner. Das ist Fußball 2002. Ja, natürlich. Ja, zu fünft auf den Ball zu gehen, Überzahl, wenn der Gegner den Ball hat, das macht Holland. Wo sind Sie zu Hause? Ja, kann ja hingehen. Okay. Auch 2+, 2+, 1-1-. Eins minus. Er hier ist toll. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Wer ist das? Da musst du auch nachgucken. Was denn? Nein, das ist Metzelder. Wo soll ich denn nachgucken? Ich habe nur hier auf den Monitor geguckt. Das ist Metzelder. Metzelder. Ja. Metzelder war sehr gut. Ja, der war nur wirklich sehr gut. Also ja, was heißt, der war nur wirklich sehr gut? Die waren alle toll. Ja, natürlich. Sonst hätten wir nicht gegen diesen starken Gegner 1:0 überragend gewonnen. Ja, und er ist sehr jung. Weil er so jung ist, hat auch Völler gesagt 1. Ja. 1, glatte 1. Und ich schreibe mal drauf, Vormerken für 2006. Wenn wir dann im eigenen Land den Titel verteidigen. Ja, genau. Gibt es da kein anderes Foto? Ah, das ist doch sehr vorteilhaft eigentlich. Finde so cooler. Ja, ist eigentlich einer der Hippen von Bayern. Früher hatte er diese ganz langen Haare hier, so. Ist das jetzt eine Blindenbrille oder eine Sonnenbrille? Das ist eine Sonnenbrille. Ach so. Ja, eigentlich eine Spielerfrauenbrille. Früher sah Cherry so aus, finde ich, als er kam zu den Bayern. Ja? Weltklasse. Ja. Weltklasse heute. Ja. Viel zu kurz im Spiel. Absolut. Finde ich. Ja. Ja? Eine glatte 1. Genau. Ziege. Und da muss ich sagen, Figo hat einen Erben. Ja. Oder? Ja, er war schon stärker als Figo. Also ich meine, Figo hat ja bei dieser WM überhaupt nichts gebracht. Figo hat nie etwas gebracht, wenn man es genau übernimmt. Auch sie dann nicht. Ja. Völlig überschätzt. Genau. Völlig überschätzt, ja, gegen schwache Gegner in einem ausgelaugten Champions-League-Finale sich gerade mal durchgesetzt. Verglichen mit dem, was ein Ziege kann. Ja. Wenn man überlegt, dass der Arzt ihm seit 5 Jahren Bewegungsverbot erteilt hat. Aber dieser Freistoß zum 1-0. Das war ja unfassbar. Ja, eben. Der Schneider versucht es 5-mal, er einmal, er zack, drin. Einmal. Diese Zeit, die er sich lässt bei Einwürfen. Ja. Ja, wie er sich nochmal die Hände an der Gesäßtasche abputzt, um einfach den Ball präzise. Das ist ja nicht irgendwie den Ball reingeschmissen, irgendeiner wird ihn schon treffen, sondern das ist ja, im Grunde hat Roberto Carlos bei ihm abgeschaut. Ja? Nur er macht nicht diese weiten Einwürfe, sondern diese eher kurzen Einwürfe, die aber genauso effektiv sind. Das sind 3 bis 4 Meter Raumgewinn jedes Mal, wenn der Ball dann wieder rausgeht. Ziege würde ich sagen, 1 mit Sternchen, was nicht ganz 1 plus ist, denn er war nicht ganz so toll wie Olli. Ja, aber doch eigentlich. 1 plus? Ja, auch 1 plus. Er war so gut wie Olli? Ja. Man muss es ehrlich sagen, er hat das Spiel, er hat den Gegner heute allein im Griff gehabt. 1 plus für Ziege. Ballack ist, glaube ich, hier leicht angeschwollen. Habe ich gesehen. Da hat er sich verletzt. War es nicht da? Oder war es da? Wenn wir hier weg. Hier. So, hat er sich leicht verletzt. Spieler anderer Nationen hätten ja direkt losgeblutet. Aber hätten sich nicht. Zum Beispiel wie? Absolut, absolut. Er hat ja aus diesem Grund gar kein Blut im Kopf während der Spiele. Ja, wirklich, das muss man auch mal sagen. Die pumpen das vorher ab. Kalli wirkt in einer halben Stunde in der Garderobe. Ja. Hat man das heute gesehen? Rivaldo
hat sich wieder das Gesicht gehalten. Ja, diesmal ging es aber so ein bisschen, so ein Hauch von Fingerspitzen ging ins Gesicht. Und ja, und vor allem dieser Rivaldo, ich habe es genau gesehen, er fällt hin, dann liegt er erstmal da, dann guckt er, ob Blut ist. Und noch während er fällt, macht er mit der anderen Hand schon so und winkt die Sanitäter ran. Ja. Ballack, eine glatte 1. Hamann, 1-2. Ach echt? Na schon, aber... Ja, aber so ein paar gefährliche Torschüsse hat man heute schon vermisst. Oder? Na gut, 1-2. 1-2. Oliver Neuville, was ein Glück, dass er ein Deutscher ist, ja, muss ich sagen, ja, oder? Ja, war stark. War sehr stark. War also sehr stark. Antritt in der zweiten war aber Halbzeit. Nicht so stark wie Bierhoff, als er dann kam. Ja, gut. Ich meine, Bierhoff hätte noch ein Tor gemacht. Ja, absolut. Hätte Bode ihn bei der Flanke auf den Kopf geschossen, ja, wäre es ein Tor. Ich habe gesehen, wie er sich beschwert hat, zu Recht, weil Bode hat gedacht, Außennetz gibt zumindest ein halbes Tor oder so. Statt, auch eine glatte 1. Neuville, auf jeden Fall. Ja, war auch fantastisch. Und Klose, sensationeller Kopfball gegen den Pfosten. Ja, aber der muss ja drin sein, deswegen eine 2, oder? Der muss drin sein? Ja, eigentlich schon. Das muss man von Klose erwarten. Also ich meine, wenn schon Ronaldo nichts vorlegt, dann muss er doch irgendwie heute eine Nuss machen. Ronaldo. Okay, eine 1. Bitte? Das sieht aber geil aus in der Torjägerliste. Klose, Rivaldo, Ronaldo. Genau. Das sind drei Namen. Obwohl mein Lieblingsspieler ist eigentlich doch Ronaldinho. Das. Hat noch einen auch wie er heute vom Platz gestellt wurde. Das war überhaupt kein Gemose oder so. So listig, ja? Ich hatte auch das Gefühl, er kommt einfach auf der anderen Seite wieder rein. Klose, Nummer 2. Sehr gut. Also ohne ihn hätten wir wahrscheinlich noch das Unentschieden. Glatte 1 für Marco Bode. Überragend. Kein Wunder, interessiert sich Real für ihn. Schneider? 2+. Hat aber viel, ist viel gelaufen. Oh ja. Ist sehr viel gelaufen. 1-2. Okay. Wer so viel läuft, kriegt eine 1-2. Dadurch, dass Ziege Bewegungsverbot hat, musste er das natürlich ein bisschen ausgleichen. Linke, da hat Marcel Reif gesagt... Sind Sie Linke-Fan? Nein, aber der beste Amerikaner. Hey! Gib mal 100 Euro für den Gag. Haben wir 100 Euro da? Danke. Toll. Okay. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch, 100 Euro. Oh, sehr gut. War der beste Amerikaner, deswegen eine glatte, auch eine 1? Linke, vielleicht 1-. Ja, weil Marcel Reif hat gesagt, für seine Möglichkeiten nicht schlecht. Weiß nicht, was das heißt, aber 1-. Und Olli Bierhoff, muss ich sagen, eine 1, eine glatte 1. Doch. Ja, aber eher er schon hat in der Tendenz 1-, oder? Bitte? Ja, das stimmt eigentlich. Denn wenn man überlegt, dass er von den Mitspielern geschnitten wurde, ja, hat er sozusagen das ganze Abwehrkonzept der Amerikaner völlig durcheinandergewirbelt, genau, als er kam. 1-. Das heißt, die deutsche Mannschaft hat im Schnitt eine 1-2 in der Leistung. Und es kann uns eigentlich völlig egal sein, wer im Finale auf uns trifft, weil wir jedem Gegner unsere Taktik aufzwingen. Klar. Das macht uns so stark. Ja? Sie haben sich vielleicht gewundert, als der Schiedsrichter zu seinem Schiedsrichterassistenten ging und ihn gefragt hat, haben Sie das gesehen, hier, als Sie beiden gesprochen haben? Jetzt, er ging hin und fragt und wir haben uns gefragt, hör mal, schmeißt du die ganze, bringe überhaupt nichts und wenn jetzt noch die Bierhoff reinkommt, dann kann man eine Geldhube auf den Kopf drücken. Das ist, ihr schreist mir langsam diese Scheißkick, was? Ja, schmeißt sie beide raus, okay, gut, ja. Nochmal? Ich glaube, ich glaube, du brauchst mehr Text, oder? Nee, es war nicht ganz lippensynchron. Ach es so. War nicht ganz lippensynchron. Ach so. Deswegen. Es war überprobiert. Das ist häufig so. Ja. Wie oft hast du es probiert? 15 Mal? Ja, 15 Mal. Ja. Unmittelbar, gleich in die Sprecherkabine gegangen, probiert und 15 Mal getestet. Genau. Ja. Ja. Haben Sie noch eine Idee? Hallo? Er schnallt ab, weißt du, einmal ein Gag gelandet. Er gibt auch die 100 Euro nicht aus, die nagelt er zu Hause an die Wand.
Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute ein, auch das hat uns geholfen, ein Maria-Hilfer-Bier. Auch schon wieder naturtrüb, ja? Ja, das ist ja das Weizen. Wo kommt das her? Das kommt her aus Suhl, Kössel, Moment, warte, ich schütte ja gerade. Ich kann jetzt nicht gucken. Ich schütte, ein Verb. Wir haben übrigens einen Fax bekommen zum Thema Adverb und Adjektiv. Und da waren gestern alle vollkommen auf dem Holzweg. Inklusive Susanna. Echt? Ja. Erzähl. Und zwar schreibt uns Lehrer Holger Schmidt aus Sachsen-Anhalt, man unterscheidet prinzipiell zwischen Wortarten und Satzglied. Sorry. Was heißt ja? Ja, aber das ist ja das, was ich gestern meinte. Als Wort. Du meintest es. Ja, okay, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Du meintest. Also was bedeutet das genau, der Unterschied? Also alle Adjektive, also alles, was schön, gut, alles, was irgendwie was beschreibt, ist ein Adjektiv. Und wenn du das im Satz einsetzt, wird es zu einem Satzglied. Und wenn du zum Beispiel sagst, die schöne Frau, dann ist es ein Attribut. Und wenn du sagst, ich laufe schnell, dann ist es ein Adverb. Oder? Was schreibt er? Er schreibt sehr viel. Das meiste habe ich nicht begriffen, aber das Entscheidende ist, ja, die entscheidenden Merkmale eines Adjektivs, wie zum Beispiel schön, sympathisch oder gut, heißt, sie sind veränderbar, das heißt deklinierbar, schön, schöner, also sie sind komparierbar, schön, besser, schöner, gut, besser, am besten, oder sind deklinierbar, die sympathische Show, der sympathischen Show, der sympathischen Show, die sympathische Show. Ja. Das ist das Entscheidende. Und ein Adverb ist zum Beispiel ein Begriff wie dort. Immer. Übrigens. Das sollen Adverben sein? Nee, ich würde. Schreibt er so hier und er ist doch Lehrer. Ja, in Sachsen-Anhalt. Dort ist doch ein. Dagegen ist das Adverb eine nicht veränderbare Wortart, die lokale, dort, temporale, immer kausale, deswegen oder modale Umstände allein bezeichnet. Adverben wie dort, immer, übrigens oder wo sind weder deklinierbar noch komparierbar, schon gar nicht konjugierbar. Das bleibt den Verben vorenthalten. Hat er wahrscheinlich recht. Ist auch dein Gefühl? Ja klar, ich schließe mich Manuel an. Hast du es begriffen, was er schreibt? Ich denke, es ist falsch. Also dort ist für mich ein hinweisendes Fürwort. Ist das richtig? Ein hinweisendes Fürwort? Ist das sowas wie ein Possessivpronomen? Demonstrativ. Oh. Oder nicht? Oder ein Lokalpronomen. Lokalpronomen? Ja, dort, wo, also der Ort, lokal. Stimmt das? Demonstrativ. Vielleicht haben wir ja Lehrer im Publikum. Natürlich haben wir Lehrer im Publikum. Aber wissen Sie es? Ist das richtig? Hallo? Verängstigt. Klar. So ganz anders als das Spiel der deutschen Mannschaft heute. Ja. Ja, wenn ich mir diesen Mut, diese Offensivkraft, diese Power der deutschen Mannschaft heute vor Augen habe. Ich frage mich, was war eigentlich los mit Seaman, dem großartigen englischen Torwart, ja, der heute unerklärlich schwach war. Absolut. Ganz klar, sein Fehler, das zweite Tor von Ronaldinho. Der wenn nicht auch schon das erste, wie Beckenbauer meinte. Ja. Er ist gefallen wie eine Bahnschranke, Oliver hätte den gehabt. Hat er gesagt, wie die Bahnschranke? Ja. Nicht wie eine Schrankwand? Stimmt. Ja, ich glaube, wie eine Schrankwand. Auf heute wie eine Schrankwand. Ja. Der Grund ist, dass Seaman sich um alles kümmert, nur nicht um das Spiel. Unsere Kameras waren dabei. Von hinten hat es der Schiedsrichter nicht erkannt. Normalerweise eine Verwarnung. Ich hab so schöne Haare, so schöne Haare. Die People like it, they love it. Ich mach mit Zäpfchen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich mach mit kleinen Zäpfchen. Das sieht gut aus. Ich hatte die Hunde, die kleinen Zäpfchen. Muss ich Haarspray drauf tun? So. Ja, was machen die da hinten? Freistoß oder was? Ich mach auch anders mit meinen Haaren. Look at it. Oh, that's good. Oder mach mich zu alt, Dude. Ich weiß nicht. Soll ich anders machen mit meinen Haaren? Ronaldinho! No, ich glaube, ich mach doch wieder Pferdeschwanz. Sieht besser aus. Oh, Scheiße. Oh, no. Mein ganze Haar wieder offen, die Scheiße. Und wie schnell er sich umgezogen hat. Von blau auf dunkel. Meine Damen und Herren. Ich glaube, dass Rudi Völler unverändert ins Halbfinale gehen wird mit dieser Mannschaft. Ja, wie denn sonst? Ja, eben. Waren die Besten. Ja. Wenn man sie uns nicht schon vorher wegkauft.
diesen Spaniern oder so, diesen italienischen Einkäufer, denen traue ich alles zu. Ja, die dürfen auch dann trotzdem für die Nationalmannschaft spielen. Eigentlich hat sich die Fußball-WM ein bisschen überholt, finde ich. Weil es ist spielerisch eindeutig langweiliger oder schlechter, außer jetzt heute dieses deutsche Spiel, genau. Als zum Beispiel in der Champions League. Ja. Man sollte es mit Vereinsmannschaften machen. WM mit Vereinsmannschaften. Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Leverkusen, Rio de la Plata, Rio de la Playa. Wie diese südamerikanischen Mannschaften kennt man irgendwie kaum. Boca Juniors. Boca Juniors, der legendäre Verein von uns vergessenen Diego. Frage mich, wie es Seaman geht. Das sah böse aus heute. Oh, ja. Können wir den Sturz überhaupt erst mal zeigen, für alle, die aus Versehen keinen Premiere haben? Der Sturz von Seaman, als er den Engländern den 6:0-Vorsprung retten wollte. Schauen Sie mal hier. Mit dem Kopf jetzt gleich auf den Ball und achten Sie auf das Bein. Sowas sieht man normalerweise nur im Kinderzirkus der chinesischen Nationaloper. Oder? Das tut schon weh beim Hinschauen. Ja? Und er musste dann auch massiert werden. Haben wir das auch hier? Können wir das auch mal zeigen? Ja. Wie er auf dem Boden lag und dann kam der Helfer. Hemdchen hoch, Hose runter. Und das ist, glaube ich, ziemlich nah am Steißbein. Das sah auch, erst dachte ich, er hat vielleicht sich an Nieren was gemacht oder so. Das sah ziemlich, aber er konnte weiterspielen. Glaubte er zumindest. Mhm. Sind beide Tore erst nach der Verletzung gefallen? Nee, das eine, glaube ich. Können wir nochmal auf den Standbild? Der Freistoß auf jeden Fall. Können wir das dann nochmal ein Standbild haben von den letzten Mats? Der Freistoß ist auf jeden Fall erst nach diesem Jahr. Ja, genau. Ja. Ne, beide Tore, guck mal. Ja, beide Tore. Beide Tore. Wäre er rausgegangen, hätte er Gordon Banks eine Chance gegeben. Ich sehe, du kennst Gordon Banks nicht? Nein. 66 Wembley. Achso. Ja. Sagt dir nichts, der Name? Ich hätte mich auch gewundert, wenn du den Namen des englischen Ersatztorhüters gewusst hättest. Das ist der englische Ersatztorhüter. So. Ehrlich gesagt, ich bedauere auch, dass Sven-Göran Eriksen ausgeschieden ist, der Trainer. Das war mein Lieblingstrainer. Cool, gelassen, ein kühler Schwede, wie Fürth von Thurn und Taxis gesagt hat, weil er ein kaltes Getränk zu sich genommen hat. Ein kühler Schwede. Nicht so dieses hektige, verschwitzte Aufgespringen und so weiter von den anderen, aber er hat auch Pech gehabt. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine Mitarbeiterin von uns. Wir dürfen nicht sagen Masseuse, sondern sagen Masseurin. Ganz genau. Sie ist überhaupt keine Masseurin, sondern sie bedient den Schriftgenerator. Ja. Sie hat sich nur in ihrer knappen Freizeit weitergebildet und ist jetzt in der Lage, unter medizinischen Gesichtspunkten zu massieren. Und sie wird Ihnen jetzt erklären, was mit Seaman genau los ist und was Sie tun können, falls Ihr Gatte sich zum Beispiel beim Versuch, ein Weizenbier am Wochenende aus dem Kühlschrank zu holen, ähnlich verletzt, dass sich mit dem eigenen linken Fuß in die rechte Niere schlägt, was Sie dann tun können. Hier ist Massagewunder Niki. Hallo Niki. Der scharfe Sven hat sich erfreulicherweise zur Verfügung gestellt, um es zu... Alles okay, Sven? Ja. Niki, entschuldige, okay. Darf ich das sagen? Zum ersten Mal sehe ich dich mit dieser Frisur. Ja. Speziell heute für diesen Anlass zum ersten Mal. USA-Gedenkfrisur, ja, ja. Neu, steht dir aber sehr gut. Danke. Also Niki, bist du ausgebildete Masseurin? Darf man noch Masseuse sagen? Nee, das darfst du nicht. Das sind die, die dann die Vorderteile massieren. Dann. Verstehe. Ja. Du hast dir selber beigebracht? Genau, so in etwa. Wie? Weil ich eine Krankheit in der Wirbelsäule hatte, so mit 14, 15. Und dann musste ich ungefähr 100 Mal selber zum Masseur. Und dann guckt man halt mal ab. Du hast es dir abgeguckt? Hm? Genau. Wie kann man sich abgucken, wenn man so liegt? Man fühlt es sich ab. Bitte? Man merkt sich halt so die Bewegung. Ach so, man merkt sich die Griffe. Mensch. Ja? Also was ist voraussichtlich bei Seaman passiert heute, bei der Verletzung? Das ist eine Überdehnung der Lendenwirbelsäule und da kann so einiges passieren. Also zum Beispiel die Bandscheibe rausspringen oder ein ganzer Wirbel rausspringen. Ja. Die Bandscheibe kann sogar platzen. Was passiert dann? Ja, dann ist der Mensch relativ bewegungsunfähig, erstmal ein OP. Bleibt das auch so? Operation? Ja. Also man kann sagen, vermutlich ewige Rückenschmerzen. Verstehe. Also Seaman ist knapp an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Ja. Oder Nerv einklemmen, aber das kriegt man wieder hin. Okay. Wo war das etwa, wo sich Seaman genau... Das kannst du sozusagen aufgrund des Fernsehbildes analysieren, wo sich Seaman genau verletzt hat. Ja. Also was er letztendlich hat, das weiß ich natürlich nicht. Da hätte man sich mal schlau machen müssen. Keine Ahnung. Das war so in etwa hier dieser Bereich, der untere Lendenwirbel.
Und dann fühlt man natürlich erstmal, ob der Wirbel noch überhaupt drin ist. Das kann man erfühlen, ja? Ja, klar, wenn der vorsteht oder wenn er eben in die falsche Richtung gebogen ist, das merkt man ja dann schon. Und dann kann man so ertasten, ob die Wirbel noch an der richtigen Stelle sind. Auch bei Sven fühlt sich das ganz gut an. Wieso trägt eigentlich Sven ausgerechnet heute Unterwäsche? Normalerweise sind wir wirklich tagsüber nackt, ausgerechnet heute. Ja. Aber okay, jetzt schauen wir Also ich hätte ihn vom Platz genommen, hätte ihn ins Bett gesteckt und hätte eine Wärmflasche drauf gemacht. Viel Wärme drauf. Wärme ist gut in so einem Fall? Wärme ist immer Das heißt, was du jetzt machst, das hilft in so einem Fall, wie bei Siemens Verletzung. Eigentlich. Ja? Also das muss natürlich dann ein richtiger Chiropraktiker machen. Oder du kannst es eigentlich gar nicht. Ich bin gar nicht ausgebildet als Chiropraktiker und ich bin auch keine Masseurin. Das ist so für den Hausgebrauch. Mal komm Schatz, ich massiere dich mal, das reicht. Aber mit anderen Worten, du hast davon überhaupt keine Ahnung. Oder schon. Es ist mehr so dieser gute Wille. Wie geht's dann weiter nach diesem ersten Schritt? Zum Arzt gehen? Nee, ich meine jetzt mit der Massage. Ach, mit schön Flutschi Öl und dann so rauf und runter, ne? Du kannst natürlich... War's das schon? Ja, ich finde, das reicht für Sven. Der ist nämlich selber lädiert. Der hat sich beim Abholen der Liege fürchterlich verhoben und der hat's hier gerade. Und eigentlich kann er sich nicht bewegen, der arme Mensch. Warum passt das auch nicht hin? Ja, Niki, das war ja sehr interessant. Da werden uns die Kollegen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen beneiden, dass der Beitrag nicht bei Ihnen gelaufen ist. Ich wusste nicht, dass du dich so gut auskennst. Das war, glaube ich, eine große Hilfe. Auch es passiert einem ja schnell mal sowas und so. Ich glaube, dass viele jetzt einen zumindest als ersten Schritt gesehen haben. Und dann aber sollte man doch in jedem Fall zum Arzt gehen, um Schlimmeres zu vermeiden. Ja, sicher. Ja, fantastisch. Danke, Niki, für diese Anregung. Und falls Sie zu Hause nicht alles sich merken konnten, wir können Ihnen per Faxabruf zuschicken. Schönen Morgen, Niki. Wusstest du, dass Niki da so ausgebildet ist? Ja, natürlich. Sie massiert ja viele Leute in der Firma. Ach so. Ja, ja. Wenn die sich irgendwie tagsüber verrenken oder sowas. So die schnelle Hilfe, bevor sie dann aber schon zum Arzt oder zum Chiropraktiker gehen. Naja, jetzt nicht so die Nummer, man kann es nicht mehr bewegen, aber ach, ich fühle mich nicht so wohl und dann kommt Niki. Ja. Toll, Gott sei Dank, sind oft diese kleinen Hilfen, die verhindern, dass jemand sich 8 Wochen lang krankschreiben lassen muss oder so, sondern am Arbeitsplatz, wenn es geht. So, das könnte ich vielleicht mal ins Klassenbuch eintragen, denn man vergisst solche Sachen so schnell. Krankheitsfälle? Alle da. Also ist Sven vielleicht leicht lädiert? Ja, leicht lädiert. Thema heute, Gast erhält 100 Euro. Für Megagag. Niki erläutert Ende der Schulmedizin. Und ich schreibe schon rein, Deutschland, bestes Spiel seit 1971. So, dass uns da nichts wegkommt. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zur heutigen Siegerehrung. Man glaubt es kaum. Nein. Noch nicht? Nein, also erstmal gucken wir uns mal die Tabelle von unten an, also deine Positionierung. Und dann machst du deinen Tipp und dann kommen noch ganz viele andere Sachen, bevor die Siegerehrung kommt. Entschuldige, ich wusste nicht, dass wir so übervoll sind mit Material. Ja, eben. So, dann zeig mal wieder die Tabelle. Habe ich meinen 5. Platz gehalten? Ja, genau, du bist 80. Wobei man sagen muss, der 86. Klaus, der ist gar nicht mehr mitgetippt. Also, wie, Klaus hat nicht mehr mitgetippt? Nee, Klaus hat ab dem Achtelfinale nicht mehr mitgetippt. Also es zählt eigentlich nur hier, also ab Ingrid. Und da hast du den 80. gehalten, hast jetzt über 31 Punkte. Und man kann ja mal ein bisschen nach oben gucken, ohne zu verraten, wer Erster ist. Oh. Also, ich stehe hier, aber Helmut. Helmut ist ganz weit vorne. Helmut! Wie viele Punkte hat Helmut heute gemacht? Sechs. Ich glaube, du hast heute 6 Punkte gemacht, oder? Ich habe heute 6 Punkte gemacht, weil ich habe das Brasilien-Spiel genau exakt vorgetippt. Also 4 Punkte und dann jetzt eben nochmal die Tendenz. Ja. Und wen hast du auf Weltmeister getippt? Brasilien. Oh, oh, oh. Da ist ja für Helmut sogar der Gesamtsieg drin. Ja. So. Yes, sir.
Name ist klar. Jetzt Deutschland, Spanien, falls Spanien morgen gegen Südkorea gewinnt. Olli wird kein Tor mehr kassieren bei dieser WM. Ich sage dir 2-0. Das Elfmeterschießen gewinnt Deutschland. Oder Deutschland gegen Südkorea. Das wird schwierig. Aber auch die hängen Olli kein Tor rein. Ich glaube dann 1-0. Und ein eventuelles Elfmeterschießen gewinnt ebenfalls Deutschland. So stark, wie die heute waren, ist es eigentlich gelaufen. Ich finde, Platter könnte den Pokal schon abgeben und die WM verkürzen. Wir haben es kürzlich gesagt, meine Damen und Herren, man kann bei uns nicht einfach behaupten, man ist Fan. Es wird von uns zugeteilt, wer Fan ist. Und Sie können jetzt einen Fanausweis bei uns sich runterladen, wenn Sie einige Tests bestehen. 15 Fragen. Nicht die einfachsten. Nein, und man muss alle gleichzeitig richtig haben. Also wenn man nur einen falsch hat und 14 richtig, darf man sich nicht den Fanausweis ausdrucken. Verstehe. Und man erfährt aber auch nicht, so erste Frage falsch und dann weiß man, aha, das und das muss ich tippen. Man muss alle 15 richtig tippen. Ja. Können wir das mal sagen? Welche Fragen dazu? Also ich zeige mal die ersten 5 Fragen, aber wir dürfen natürlich nicht die Antwort jetzt verraten. Nein, natürlich nicht. Wir wissen ja selber nicht. Also die erste, ja doch, ist, man muss die richtige Einstellung haben. Erste ist zum Beispiel, in der Werbepause der Harald-Schmidt-Show darf man mal eben bei Körner reinschauen. Okay, wir geben die Antwort nicht vor. Nein, natürlich nicht. Ja. Oder zweite Frage, Filme mit Joe Pesci sind Pflichtkino für jeden echten Harald-Schmidt-Show-Fan. Das gleiche gilt für Filme mit Gladiator, Russell Crowe. Viertens, Vanessa May und Kim Wilde dürfen wir uns jederzeit spielen, ob live oder nicht. Und entscheidend auch die 5. Frage, ich habe den gleichen Humor wie Harald Schmidt. Also das ist nicht einfach, oder? Das ist nicht einfach. Schon die erste Frage ist sehr, 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 sehr gefährlich. Ganz genau. Denn der Halbfan, ja, glaubt bei der ersten Frage mit Sicherheit ganz klar zu wissen, was der Fall ist. Ja. Nur der wirkliche Hardcore-Fan, ja, weiß, wie er die erste Frage beantworten muss und auch warum er sie so beantworten muss. Aber natürlich um die dritte Ecke gedacht. Das ist es. Ne? Drei Ecken reichen nicht. Ja. Also das, da schon bei der ersten Frage trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Genau. Ja, das ist, aber eigentlich ist, wenn Sie die erste Frage falsch beantworten, ist alles aus. Ja, weil die erste Frage, da gibt es nur eine Antwort, aber diese Begründung ist ebenso eindeutig. Genau. Warum? Ja. Ja? Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut, auch dass das gleich die erste Frage ist. So, dann kriegen Sie so einen tollen Fanausweis hier. Der erste hat ihn sich schon von uns persönlich abgeholt, aufgrund der überragenden Leistung heute. Ja, der wird unterschrieben und dann können Sie sich den ans Revier heften. Haben da eigentlich irgendwelche Vorteile und so? Man ist einfach Fan, man erkennt sich gleich auf der Straße. Nein, dann darf man eigentlich nur die Show gucken abends. Richtig, das hatte ich vergessen. Das ist es ja. Genau. Und vergessen Sie bitte nicht, den Ausweis da zu tragen. Ja? Weil wir können es ja sehen. Zum einen durch Hausbesuche, zum anderen durch Kontrolle hier über unser intramediales Kontrollspektralsystem, bei dem wir zu Ihnen zu Hause ins Fenster und ins Zimmer schauen können. Elvira. Wir verstehen uns. So, jetzt kommen wir aber zu unserer Siegerehrung. Haben wir einen neuen Gesamtsieger? Haben wir einen Tagessieger, den wir vielleicht noch nie hatten? Wir sind gespannt. Die Blumenmädchen heute sind Nina und Steffi, meine Damen und Herren. Und jawohl, wir haben einen Tagessieger, den wir noch nie hatten. Genau. Einer unserer großartigen Autoren, meine Damen und Herren. Tagessieger heute, Christian. Meine Damen und Herren, hier kommt der Harald-Schmidt-Show-Team WM-Tipp-Tagessieger. Christian, wie viele Punkte hast du gemacht? Ich habe heute 8 Punkte gemacht. Nein, du hast beide Ergebnisse korrekt vorausgesagt. Beide Ergebnisse richtig. Sensationell, hier scheint mir der Begriff übermenschlich angebracht. Wir haben einen zweiten Tagessieger. Wir haben einen zweiten Tagessieger. Auch er war noch nie Tagessieger. Unser großartiger Kollege vom Ton, Glenn. Meine Damen und Herren, hier kommt der Harald Schmidt Show Team WM-Tipp Tagessieger. Ja.
Erstaunlich zurückhaltend. Glenn, wahrscheinlich noch ganz überrascht davon, dass er heute zweiter Tagessieger wurde. Wie viele Punkte hast du auch? Auch acht? Auch acht. Du hast auch alles. Auch acht. Glenn war lange Zeit mit mir unten im Elendsviertel, ja, und hat sich jetzt in Richtung Spitze abgesetzt. Er wollte mich nicht mehr. Ja, hat schon mehrfach gepunktet. Und, meine Damen und Herren, den Gesamtführenden, den hatten wir schon mal. War es auch bei der letzten Ehrung oder war noch jemand dazwischen? Ja, der Titelverteidiger in der Gesamtwertung, unser Kollege vom Licht. Ach so, ich höre gerade, die Damen müssen sich noch in Gelb umziehen. Ja. Ja, da haben wir schon die Zeit. Ich kann ja noch mal die Matz zeigen, wo ich die beiden Schiedsrichter synchronisiert habe. Ja, oder? Ja, ja. Der Niki ist schon weg. Seid ihr soweit? Ja, da sind Steffi und Nina kaum wiederzuerkennen, meine Damen und Herren. Der Führende in der Gesamtwertung von der Beleuchtung, Mario. Ladies and Gents, hier kommt der Führende des Gesamtklassements im Harald Schmidt Show Team WMT. Mario hat wie viele Punkte heute gemacht? Sechs. Unglaublich. Ich bin überrascht, die Wahlbeteiligung ist wieder schwach. 86,7%. Wahrscheinlich sind die Leute so im Siegesfieber, dass sie glauben, wer Weltmeister wird, der braucht auch keine Regierung. 202 Stimmen, gültige von 233. Für die CDU, CSU 19,3%. Für die SPD 24,3. Für die Grünen 18,3. Für die FDP 30,2. Und für die PDS 7,9%. Die FDP schwächelt. Ja. Ich glaube, das schwächste Ergebnis für die FDP in dieser Woche. Aber es würde immer noch reichen, für Guido den Kanzler zu stellen. CDU, SPD hat ein bisschen aufgeholt. Ja, die hatten gestern nur auf 16, CDU wieder unter 20. Aber die Grünen sehr, sehr stark. Die Grünen sind fantastisch. Ja. Kein Wunder, sie haben unsere Lebensmittel sauber gemacht, sie haben alle Kriege beendet. Und Abi für alle. Mehr kann man nicht mehr erwarten von einer Partei. Meine Damen und Herren, das war heute war es ein bisschen hektisch bei uns, aber kein Wunder nach einem so sensationellen Spiel. Da kann es schon mal passieren, dass die Reihenfolge leicht durcheinander gerät. Wir mussten alles umstellen heute, denn wir konnten nicht wissen, dass die deutsche Mannschaft so sensationell spielen wird. Dankeschön fürs Zuschauen, schöne Woche, gute Nacht, tschüss.